Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei Let's Play Borderlands, genau. Und werden jetzt hier ein bisschen uns umschauen. Aha. Klingt, als hätte dieser Schlüssel genau die richtige Größe. Okay. Sieh nach, ob was Nützliches drin ist. Wissen wir auch, Sprengstoff ist da drin. Dann muss ich die Tür mal aufgehen hier. Aua. Tür mitten ins Gesicht, so. Wenn ich mich mit Sprengungen auskenne, und das nehme ich doch an, könntest du mit Hilfe dieser Sprengladung in die Baustelle fluten. Wenn du die Rückhaltemauer in der Nähe sprengst und diese Gruben flutest, bin ich dir ewig dankbar. Alles klar, nimm mal kurz ein... Ist immer noch sauer auf mich, was? Yep. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Das, okay. Wenn man mal für uns ein Steak gegessen hat, spendet man nicht gerne Hamburger für jemanden zahlen muss. Okay, Jungs, ihr seid nervig. Oh, du bist auch nervig. Okay. Mal sehen, mal hier mal so weit klarkommen hier. Ja, das ist uncool, was du hier machst. Und wir haben noch den Constructor da. So, wir gucken noch mal den Constructor ein bisschen tüdeln hier. Damit der auch ein bisschen anfängt zu spucken. Genau, das ist eine gute Idee. So, auch erledigt. So, jetzt werden wir uns dem Freund da kümmern. Da haben wir doch hier das passende Arbeitsgerät. Alles klar. So. Grobe Gewalt haben wir ja gelernt. Das ist immer noch ganz gut. Und nervig sind kleine fliegende Teile. Ja, jo, war wohl nichts hier. Neuer Versuch hier. Zu spät. Dein Reparaturbot, der kommt nicht mehr. Mei, das hat aber arg übel genommen. Der ist ja förmlich explodiert. So, mitnehmen. Können wir nicht mitnehmen. Da rumliegen. Pistole noch. Okay. Wechsel mal rüber mal zur Sniper. Das war aber nach K-scharfe Geschichte. Muss man schon zugeben. So, okay. Da unten ist ein lustiger Bot. Müssen wir uns mal in Position bringen hier. Oh. Hallo, lieber Ingenieur hier. Hättest du mal Kopf unten behalten, wäre alles gut gewesen. So. Da haben wir aber das Feuerzeug weggeballert hier. Ich halte dich auf. Das ist schön, dass du mich aufhalten willst. Jeder braucht Ziele. Nur sollten die Ziele vielleicht realistisch sein. So. So. Säurefass zerlegt. Bot selbst zerlegt. So. Oh, 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 oh. Ingenieure, überlass die Schlepperei den Loadern. Loader, überlass es den Ingenieuren. Okay. Ja, den haben wir schnell nochmal von hinten reingesetzt, bevor... Alter. Ist ja eine coole Nummer auf dem Geländer stehen, nur ungesund. Ja, ist schon eine geile Nummer. Muss man schon sagen. Okay. Okay, den haben wir dann noch erwischt. Ne? Schnell auf physikalische Gewalt hier. Arsch. Ja. Die nehmen wir ein, das ist ja arg übel jetzt. Gehen wir mal lieber in Deckung hier. Okay. Das ist lustig, was ihr da macht. Nur bin ich besonders effizient, muss ich. Naja. So, da mal den Elektrofreund zerlegt. Schön, dass du da oben durch die Gegend fliegst. Nur ist das sehr ineffizient, wenn du mich erwischen willst. So, ohohohoho. Du warst aber super drauf, mein Freund hier. Die Elektro nochmal. Okay. Haben wir das auch geklärt? Da unten sind immer noch. Mein, wer den ganzen Schrott denn ja aufräumen soll, ist immer die Frage dann. So. Okay, eine Granate.
Okay, was haben wir da unten liegen? Ziel im Visier. Wo ist das Ziel? Stimmt doch gar nicht, bin doch noch hier. So, Bandit hat das Feuer gelöscht. So, damit haben wir das auch geklärt. Da können wir eine Runde Fahrstuhl fahren. Mit der Zeit können wir hier mal nachladen. Gerade für die Sniper haben wir ja wieder ein bisschen was gefunden. So, rein. Und mal gucken. Die sieht auch ein bisschen mau aus. Da gehört bestimmt noch was rein. So, können wir da oben noch was alles durchsuchen. Aber das kostet immer so viel Zeit. Okay, hier haben wir noch ein bisschen was. Die großen Kiel machen wir natürlich auch auf. Oh, die sieht aber cool aus. Ja, eigentlich wollte ich jetzt da nicht wechseln. Da war mal ein bisschen zu schnell. Die tauschen wir mit die da. Und die da tauschen wir. Wo haben wir jetzt unser lustiges? Wo ist er denn? Ach ja, die. Die sieht ja auch cool aus. Mal gucken, was die so drauf hat dann, wenn es soweit ist. Aber Säure haben wir gelernt, kommt supi. Säure ist immer echt super. Ja, da kommen wir wieder durch hier, war es immer zu fett hier. Ja, jetzt haben wir da das Geländer, da werden wir den Weg nach da oben nehmen. So, einmal kurz Platz hier. Das wird eine Mordsexplosion. Schön, dann nehmen wir mal den Weg hier. Ich hoffe mal, der Weg reicht doch aus, damit wir wegkommen. Sieht nämlich doch aus. Eine Baustelle auf verdammten Maxi, du miese Schlampe! Ah. So wütend habe ich Jack nicht erlebt, seit ich seinen schönheitsoperierten Arsch in die Gosse getreten habe. Komm zurück, Schätzchen. Alles klar. Machen wir aber noch nicht, weil wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Arbeit haben wir noch ein bisschen was da. Und zwar die Statuen haben wir noch und gucken wir uns da. Alt, da war einmal zu viel. Ich würde sagen, kümmern wir uns mal um die Statuen, einmal wenn wir es hoffentlich können. Das eine haben wir es ja schon probiert, da konnten wir es nicht. Da haben wir jämmerlich versagt. Okay. Bin gerade ein bisschen am Suchen, wo man es so und hier lang zu. So, der Freund ist auch nicht feuerfest. Oh, du da oben auch. Ein bisschen rennen schon, ja. Ah, da. Da ist einer mit. Der braucht man ja nicht anfangen mit Feuer. So. Dich können wir also einheizen, ja. So, Barbecue, sage ich nur. Okay, da kommen wir so schnell die nachladen. Und jetzt hin zum. Genau, zu dem Constructor. Hier haben wir schon wieder das Stampfen von irgendeinem. So, erledigt. Da lang. Dort lang. Guck mal, die Sniper reißen können ja. Okay, wo bist du denn? Ah, da. Erledigte. Du, da kriegst du auch noch rum, ja. Auch weg. Mei. So. Mei, da Botshausen hier. So, hängst auch ein bisschen da rum, ja, wa? Arm ab. So, ah ja, den da drüben. So, der Bullo dahin. Ah, noch einer von der Sorte hier. Schön wieder der Bein da runter rattert. Können wir Ruhe nachladen. Der fällt nämlich so um. Machen wir die coole Nummer. Genau, und das Gekämpfe bitte auch. Genau, jeder sein Job. Schön Hass aktiviert und das bringt dir bitte schön. Was?
Okay, tödlicher Gewalt habe ich auch da. Und ein bisschen tödliche Säure. Ärmchen weg hier. So, Schild auch weg. Weil mit dem Schild macht er eh nur Blödsinn, und zwar sich zu verstecken. So, gehen wir mal ganz nach oben hier. Mei. Da müssen wir hin. Genau, und da befindet sich der Constructor in dem Raum. Wenn ich das nachgucke, bräuchte ich etwas anderes, und zwar ein bisschen was zum Nachladen. Okay, da werfen wir mal Granitchen rein hier. Wo? Physikalische Dürre. Ha! Hier das. So, das war Überraschungsangriff, würde ich sagen. Hier, komm mal her, mein Freund, hier gibt es noch mehr davon. Und du bist aber ganz schüchterner da. Schön, dass dein Auf. Ach du Scheiße, du warst da mit der Hauptwaffe hier. So. Ach du heilige Kacke hier. Mal kurz in Deckung gehen hier. Und du das Ganze mal da oben lassen. Wenn ich auf den schieße, werde ich kaputt machen. Einer halt gleich im Arsch, würde ich sagen. So. Okay, da sind noch rote. Ich denke mal, die werden unter uns sein. So. Naja. Lass mal die roten Punkte sein. Orbitalzone. Gehen wir mal ja vorsichtig hier rein. Weil wir wissen ja, dass hier ein paar gleich auftauchen werden. Darunter sind einige nicht so lustig. Welche eher da? So. Während die da spielen, können wir hier nochmal gucken, nochmal ein bisschen Sniper-Munition finden hier. So. War wohl ein Satz mit X, mein Freund. So. Wir wissen aber gleich, dass hier der Konstruktor auftauchen wird. Für die Lust, wie die Dinger einfach runterfallen. So, irgendeiner macht die Feuernummer hier wieder. Okay, da verkrümmeln wir so kurz mal hier rein, da können wir die Ruhe nachladen. Ah, da bist du noch. So, das Dolle ist, die passen hier nicht rein. UAII. Okay, da haben wir das Problem, Munition alle. Physikalische Gewalt vom Feinsten ja, wenn die Munition nicht alle wäre. Ah, schlecht getan. So. Da hat sie ihn umgehauen. So, da waren noch ein paar Kisten gewesen. Da müssen wir auf alle Kisten schon gut einigen. Eine nur. Okay, Sniper. Sniper-Munition. Die nehmen wir da gerne mit. Dann kommen wir vielleicht wieder noch mal so weiter. Oh, Iridium. Nehmen wir auch mit. Oh, wenn wir da gehen, taucht wir unser Freund. Gehen wir noch hier rein. Wir müssen ein bisschen Munition sammeln. Weil wir haben da so ein kleines Gefechtsproblem gerade gehabt. So, sieht das gut aus. Hier noch ein bisschen rein. Eine müssen wir dann genug haben. Ein bisschen Kohle. Alles klar. Super. Denn wenn wir jetzt hier abbiegen zum Constructor, wahrscheinlich hier zu dem Freund hier. Cool, du hast einen Constructor gefunden. Fahr ihn einfach wieder hoch und er sollte dich als Verbündeten betrachten. Als eine Art Mama. Eine knackenschwingende, fluchende Mama. Jo, das ist schön. Ich befürchte nur. Ich höre nicht schon das Stampfen noch. Genau das da habe ich vermutet. Da kommt er nämlich wieder her. So. So, mein Freund, damit du ja gar nicht mehr falsche Fehler mehr machst. Das ist schön, dass du gewonnen hast. Beide werden überbewertet. Brauchst du nicht.
Okay, der zerlegt's auch. So. Da noch ein Freund hier. Hubschrauber dabei ist hier. Guck mal, hier. Kommt den Strauchel, wa? Auch erledigt. So, haben wir genug zum Einsammeln. Und beim nächsten Mal können wir uns dann auch wirklich um unseren Constructor da kümmern, den wir da eingesammelt haben. Und, es sieht da so cool aus hier. Iridium. Und zwar nicht mal wenig hier. So, und was haben wir hier noch? Mod. Ja, die können wir dann eh alle ver... jetzt sehe ich noch was Feindes. Da gibt es ja sonst wieder Mecker, dass ich das übersehen habe. So, was haben wir denn da? Sturmgewehr. War da hier, glaube ich, hier. Ja, das, was wir haben, ist aber deutlich besser. Nehmen wir trotzdem mal mit. SMG wäre hier die Ecke. Naja. Alles ist nicht so spannend, muss man schon mal zugeben. Aber die Kiste ist trotzdem cool. So, dann machen wir dann weiter beim nächsten Mal da drüben mit unserem Constructor. Dann hoffen wir mal, dass wir dann schaffen, mal die Statuen zu zerlegen. Lief ja beim ersten Mal nicht ganz so gut, aber mal schauen, ob er jetzt besser läuft. Bis dahin haben wir noch Zeit für das hier. Das hier am Ende des Endcut auf der schicken Endcut gibt es wieder meine Videoempfehlung. Diesmal auch ein etwas älteres Let's Play, und zwar Let's Play XCOM. XCOM's Enemy Unknown. Da retten wir die Erde vor dem Angriff der bösen Alien. Ein rundenbasierter Action-Shooter. Was das ist und wie das ist, funktioniert. Schaut rein. Wir hatten viel Spaß und sehr viel Emotionen, muss ich sagen. War ein Spiel mit sehr vielen Emotionen und hat mir dort auch viel Spaß gemacht. Sonst einfach haben wir noch den YouTube-Button. Der ist für alle da, die das erste Mal hier sind. Damit abonniert ihr den Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr ein Teil der Gruppentherapie werden wollt. Social Media Kram, Google Plus, Facebook und Twitter, sei ja auch erfüllt. Gerade Twitter laufen die meisten Action rüber. Links und URLs dazu und auch nochmal in der Videobeschreibung für alle Mobile-User und sonstigen. Und in dem Video gibt es auch den Kommentarbereich, der ist leider etwas nackt und leer. Da müsst ihr was ändern. Schreibt mir nette Kommentare rein, dann antworte ich auf nette Kommentare. Und ihr habt auch was zu lesen. Das ist doch super. Unterhaltung pur auf allen Ebenen und multimedial. So, sonst noch einfach, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ein Daumen nach unten ist auch okay, denn ich bin Mac Hurago und sag Servus und Ade.